Woher kam dieses Glück und Unglück? Was ist die Ursache für dieses Glück und Unglück? Das zeigt das vergangene Karma, die vergangenen Taten. Die Wirkungen der vergangenen Taten bekommst du jetzt. Wenn es gute Taten sind, bekommst du die Wirkung in Form von Glück. Und wenn du schlechte Taten hattest, bekommst du die Wirkung in Form von Unglück. Dies erklärt die Theorie von Karma. Wenn wir ein sehr, sehr gutes Leben führen, wir versuchen ehrlich zu sein, wir versuchen gut zu sein und so weiter und so fort, bedeutet das, dass wir im nächsten Leben mehr entwickelt sind? Eine Sache ist da auch noch. Was sagt die Theorie von Karma? Was du im Moment mit den fünf Sinnen erfährst, äußere Dinge, äußere Wirkungen von Geburt bis zum Tod, all das sind Entladungswirkungen in diesem Leben. Gleichzeitig lädst du im Inneren für dein nächstes Leben neues Karma auf. Im Moment erfährst du, was in der sichtbaren Form ist, mit den fünf Sinnen und allem. Das ist die Wirkung des vergangenen Aufladungskarma, was jetzt in der Entladungsform ist. Und was hier im Moment die Absicht ist, im Moment gibst du jemandem eine Spende. Die Menschen sagen also, du tust gute Taten, also bekommst du ein sehr schönes Leben und gute Dinge, Glück in der Zukunft. Aber gleichzeitig gibst du den Armen eine Spende für ihr Glück und Dienst der Menschheit. Gleichzeitig fühlst du im Inneren, was ich getan habe, ist falsch. Ich hätte nicht so viel Geld geben sollen. Weil jemand mich gezwungen hat, habe ich es gegeben. Ich weiß nicht, warum ich es gegeben habe. Ich hätte nicht das Geld hergeben sollen. Vielleicht missbrauchen sie mein Geld. Solche Art von Gedanken hast du im Inneren gleichzeitig. Und das bedeutet, das Geld, was du jetzt gegeben hast, das ist die Wirkung von dem, wo du die Ursachen im letzten Leben gelegt hast. Ich sollte der Menschheit spenden. Und im Moment tust du falsche Taten. Ich sollte nichts geben. Das ist ein Widerspruch zwischen den beiden Taten, die äußeren Taten und die inneren Taten. Das Äußere ist immer in der Entladungsform und das Innere ist immer in der Aufladungsform. Was immer du von innen her auflädst, wird sich im nächsten Leben entladen. Und was du hier bekommst, ist die Entladung des vergangenen Lebens. Das ist die Theorie des Karmas. Das ist nicht einfach, weil du ein gutes Leben hast und gute Dinge hast und bist gut mit Menschen, auch dein Verhalten ist gut. Aber das ist nicht genug für dein Aufladungskarma fürs nächste Leben. Aber was im Moment innerlich los ist, ist auch sehr wichtig. Und das zählt für das Karma deines nächsten Lebens. Verstehst du, was ich sage? Ja.